Christian Frehner, ich bin 54 Jahre alt. Ich wohne im östlichen Teil der Schweiz, im Appenzellerland. Das ist auf den Hügeln oben, ungefähr 1000 Meter über Meer. Und wie hast du das erste Mal über Billy gehört? Das war ungefähr 1977, denke ich, hab ich mal über ihn gelesen in zwei Zeitschriften. Habe es dann aber nicht so weiter verfolgt. Da habe ich gedacht, ja, in der Schweiz so ein Kontakt, das ist irgendwie nicht so ganz realistisch und so. Habe ich mich aber schon lange interessiert für Leben auf anderen Planeten und so natürlich, außerirdisches Leben, Wiedergeburt, solche Dinge. Für den Sinn des Lebens habe ich mir viele Gedanken gemacht und habe dann, ich war mal Mitglied in einer amerikanischen Vereinigung so, und dort habe ich dann in einem Newsletter habe ich dann gelesen, da ist ein Schweizer Bauer, der hat von diesem gibt es einen Bildband über Kontakte mit außerirdischem Leben. Die besten Bilder von UFOs, die es gibt und so, und interessanterweise dann ungefähr zwei oder drei Monate später in Zürich habe ich dann in einer Buchhandlung sah ich, wollte ich etwas holen und sah plötzlich diesen Bildband dort im Gestell. Und das war dann der Beginn. Na, das habe ich gekauft und dann in Kontakt gekommen mit dem Center hier. Und deine ersten Zweifel waren gleich schon beseitigt oder ich war natürlich sehr enthusiastisch, habe dann gleich alle Kontaktberichte gekauft, mir bestellt und so. Wurde dann bald einmal Passivmitglied in der FIGO und bin dann 1987 im Mai bin ich dann Kerngruppe-Mitglied geworden. Ich muss sagen, ich hatte schon immer wieder mal so irgendwie Zweifel oder Gedanken dazu, weil wenn ich dann diese Kontaktberichte gelesen habe, das war manchmal so anders und so irgendwie futuristisch, und so, dass ich dachte, da bin ich jetzt in einem falschen Film oder so, oder ist das wirklich real, oder ist dieser Billy Meyer, kann der das alles, was da drin steht, und gibt es die Plejaden eigentlich richtig, und habe mir dann aber das alles durchstudiert. Kann das ein einziger Schwindel sein, weil ich habe dann immer mehr Erfahrung gemacht, habe das alles gesehen hier, die Räumlichkeiten und die Möglichkeiten für die Fälschung dieser Bilder, die ist gar nicht gegeben. Ich habe dann Billy näher kennengelernt, habe gesehen, wie er gearbeitet hat, und bin dann auch an die Örtlichkeiten gegangen, zum Teil mit ihm selber, zum das Anschauen, Hasenböhl zum Beispiel und so. Und bin dann eigentlich jetzt, ist für mich ist es ganz klar, dass das alles wahr ist, das ganze Geschehen. Und hast du selber schon mal UFOs gesehen? Ich habe auch gesehen, in der Nacht und im Tag, jawohl. So, ungefähr 1990 habe ich dann die Forschungsschiffe vom Dahl-Universum, also die Ionisationshüllen gesehen da drüben. In der Nacht, nach der Zusammenkunft war das. Sie haben dann so gekreist, es waren eigentlich Nebelgebilde, die dann so gekreist sind. Dann habe ich auch mal eine Tagsichtung, also da war ich nicht allein, mit anderen Passivmitgliedern zusammen, mit Kerngruppe-Mitgliedern hier oben, da vorne bei der Garage, hoch am Himmel. Leuchtende Objekte, die Wolken haben sich dann bewegt so. Und eine Massensichtung habe ich dann auch gesehen, die Asina und ihr Volk, die da dann im Nordhorizont, das war vor ein paar Jahren, im tiefen Nordhorizont, die ungefähr 23 Schiffe, die da dort standen. Das du hast 23 Schiffe auf einmal gesehen? Waren dann so 23 Lichtpunkte tief am Horizont, sind dort gewesen. Das war ja zu dem Zeitpunkt, dass sich Asina von Billy verabschieden kam, endgültig. Ein überraschender Besuch war das dann. Hat dich was ganz besonders fasziniert, oder willst du uns was mitteilen über die Geschichte der Menschheit im Zusammenhang mit Außerirdischen, wie weit wir mit denen verwandt sind in der Richtung? Ja, wir sind natürlich eben, dass die überhaupt hierher kommen, die Plejaden, das hat zu tun, dass wir gemeinsame Vorfahren haben. Also es gibt ja Menschen, die sind kreiert worden auf der Erde, haben hier die Entwicklung durchgemacht und vor 89.000 Jahren und verschiedene Male sind da Außerirdische auf die Erde gekommen,
haben dann sich hier teilweise vermischt mit den Erdenmenschen. Dann hat es die genetische Vermischung gegeben und so. Und auch allerhand Dinge sind dann geschehen, die nicht so vorteilhaft waren für die Entwicklung der bestehenden Menschheit und so, wo es dann Ausartungen gab. Und das zusammen, also das hat mich natürlich sehr fasziniert, diese die Geschichte, also alle diese Daten in den Kontaktberichten, die da aufgeführt sind, mit zum Teil genauen Jahresangaben, Zeitangaben und so, das ist sehr faszinierend, finde ich. Und dass das eigentlich die menschliche Geschichte weiter zurückreicht als 3.500 Jahre. Ich weiß, glaube ich, der jüdische Glaube spricht, glaube ich, davon ungefähr 3.500 Jahre zurück oder so, ist die Erde entstanden, was natürlich gar nicht stimmt. Oder? Und was kannst du oder was hast du so erfahren als Kritik von Außenstehenden, die plötzlich gemerkt haben, dass du an Außerirdische glaubst oder auch gesehen, die schon gesehen hast? Wie bist du damit umgegangen und wie war diese Kritik? Ja, ich gehe nicht hausieren mit meiner Mitgliedschaft. Ich drücke meine Überzeugung oder mein Wissen hier oder das erzähle ich nicht jeden Leuten und sage da, ich bin überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt oder so. Ich merke natürlich, dass viele Leute, für die ist das eine Bedrohung oder sie machen sich lächerlich darüber und sagen, das ist gar nicht möglich und so. Das Licht ist die Barriere zum Reisen, das geht so lange und so. Ich selber habe eigentlich nicht so viel negative Erfahrungen gemacht, weil ich nicht groß darüber erzähle, über was ich hier lerne. Was ist deine Aufgabe hier bei FIGO? Ich habe ganz verschiedene Aufgaben. Was ich heute gerade mache, ist Brennholz richten. Das mache ich sehr gerne im Wald arbeiten. Dann mache ich englische Übersetzungen, betreue die FIGO Society USA. Ich bin zuständig Rechnungsrevisor. Mache viele, also im Internet, im Forum, Moderator und juristische Bereiche bin ich auch mit zuständig. Eigentlich sehr, und Korrekturen, Deutsch und Englisch und naja, und so weiter und so fort. Es ist also sehr vielseitig und sehr interessant und sehr kurzweilig. Ich habe gesehen, du warst auch in Las Vegas, in Nevada und hast deinen Vortrag gehalten. Erzähl uns doch mal da. Ja, das war ein Novum für mich. Es war eine kleine Überraschung für mich, dann plötzlich auf dieser Bühne zu stehen, in die Dunkelheit zu sprechen. Und mit der Technik war etwas anders, als ich mich vorbereitet habe und so. Aber es war eine gute Erfahrung. Und ich weiß jetzt, was ich anders machen müsste. Und so, es war natürlich schön, mit Michael Horner, mit Wendell Stevens zusammen zu sein. Und was auch schön war, dann in die Wüste zu gehen. Das hat mir dann fast am besten gefallen, dass ich mal einen kleinen Abstecher dort zu diesen indianischen Petroglyphs, oder wie die heißen, da gemacht habe, mit Mitch Schippen zusammen. Das war ein schönes Erlebnis. Mhm. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Aber die sind schon erwachsen. Okay, was erhoffst du dir für die Zukunft, für die Zukunft von uns allen hier auf der Erde? Ich hoffe, dass die Geisteslehre, das Wissen, dass wir nicht nur einmal existieren, dass das sich so schnell als möglich verbreitet, dass es einen Bewusstseinswandel gibt in den Menschen drin. Das ist eigentlich der springende Punkt und das ist eigentlich der Weg, den die Menschheit gehen muss, dass man eigentlich nicht durch Kriege lernen muss. Dass auch die Überbevölkerung endlich anerkannt wird, das ist das größte Übel heutzutage, also abgesehen von den Menschen, die Hass empfinden und Rachegedanken haben und so, ist die Überbevölkerung dieses das Problem, das alle anderen Probleme immer mehr unlösbar machen, weil das ist eine richtige Zeitbombe, auf der wir sitzen und das macht mir schon Sorgen. Und was auch für mich ein Anliegen ist, dass die Menschen frei werden in ihrem Denken, dass sie sich nicht manipulieren lassen, dass sie nicht ihren Herdenbossen folgen oder den Politikern einfach alles ab für bare Münze nehmen, was sie im Fernsehen sehen. Und dass sie lernen, unabhängig zu sein, alles zu hinterfragen, dass sie auch
das hinterfragen, was wir hier sprechen, dass sie nicht sagen, oh, Willi May, den glauben wir und so, sondern dass man immer wieder eigentlich alles in Frage stellt und sich eigentlich die Puzzleteile zusammennimmt, langsam aber sicher sich ein Weltbild erstellt und dann eigentlich auch schlussendlich dazu kommt, dass man weiß, was eigentlich der Sinn des Lebens ist, warum das man eigentlich lebt. Gut, willst du noch irgendwas dazufügen? Nein, das war ich, glaube ich.